Jo. So ist meine Meinung. Wir befinden uns derzeit in Freiburg im wunderschönen Schwarzwald, circa 20 Kilometer von der französischen Grenze entfernt, in den geilen Iguana-Studios vom Chris Brandes und sind dabei, unser nagelneues, wunderschönes, tolles Debütalbum aufzunehmen. Ja, wir sind ja hier in den Iguana Studios in Freiburg und die meisten denken immer, okay, ich will das Ding, den Namen, weil der Name so cool wirkt. Aber hier im Iguana Studio gibt es auch einen wirklichen Hintergrund, warum das Ding Leguan Studio heißt. Check das mal aus. Gesehen, ganz klar. Wir haben uns einfach die Zeit genommen, wir haben es nicht einfach gesagt, okay, wir machen jetzt 10 Songs und gehen ins Studio, sondern wir wollten das wirklich geil durchdacht haben. Wir haben von Anfang an ein sehr klares Konstrukt gehabt, wie das Album werden soll. Hallo. Wird sehr anders wie das bisherige Material. Wir haben versucht, viele Stile zu mischen, das Ganze so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Hört eigentlich trotzdem nur unseren Cardiac-Stil durch. Soweit. Das hoffen wir auf jeden Fall. Also wir haben es definitiv probiert, dass man einfach dem Hörer, wie gesagt, sehr viel Verschiedenes bietet, aber es trotzdem ganz klar definierbar ist für die Leute, die uns einfach schon länger kennen, dass man halt noch hört, dass es wir sind. Das war uns schon sehr wichtig.
hatten auch so unsere persönlichen Krisen. Ich glaube, einer von uns war zwischenzeitlich in der Klinik. Nervenzusammenbrüche. Nervenzusammenbrüche. Wenn man einfach, wie gesagt, irgendwie 8 Stunden im scheiß Proberaum hockt und versucht, das krasseste Zeug oder den Song einfach noch geiler zu machen, irgendwann ist man halt dann verzweifeln und dann passiert es halt auch mal, dass man sich gegenseitig irgendwas in den Kopf schmeißt oder anfängt da, sich gegenseitig unfreundlich zu werden. Aber wir lieben uns ja alle und letztendlich, genau die Hassliebe. Letztendlich geht es uns einfach darum, das Bestmögliche abzuliefern, damit der Hörer auch Spaß hat und weil wir einfach uns selber zufrieden sein wollen.